Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sirius hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Smash-Video hier vor dieser Mordshitze in Deutschland. Hält mich aber nicht davon ab, ein Video für euch zu machen. Und zwar stelle ich euch jetzt mal die Frage, kennt ihr das? Wenn ihr von einem Move besiegt wurdet und sich der Sieg einfach komplett unverdient angefühlt hat. Echt? Ihr gönnt den Gegner den Sieg nicht, findet es einfach nur cheap. Und ihr raged innerlich, ihr sortet innerlich. Ihr könnt den Zorn kaum noch irgendwie im Zaum halten. Kennt ihr das? Und genau darum geht es nämlich jetzt in diesem Video. Top 10 Moves, wo sich der Sieg einfach nur unverdient anfühlt. Ja, Platz Nummer 10. Klurak, Ecke R. Ein Spaß für die ganze Familie, wenn man irgendwie bei 30% vom Backflow Back Air getroffen wird und deswegen stirbt. Übrigens, für die Hater, die jetzt sagen, ja, ist ja auch Mewtwo, Mewtwo ist Leichtgewicht. Ja, aber im normalen Spielverlauf hat Glurak meistens auch Rage und geht tatsächlich noch früher als jetzt. Also diese Back Air, wenn du tatsächlich mit den Flammentreffer da triffst, ne, der hat den Sweet Spot, der Move, nämlich wenn man mit der Flamme trifft, das war jetzt natürlich das Sour Spot, wollte ich euch ja auch mal zeigen. Aber wenn man jetzt mit der Flamme trifft, ultra strong. Das Rage Glurak Kit geführt jeden Charakter bei 50. An der Kante, jeden Charakter bei 50. Selbst Bowser bei 50, wenn du mit der Flamme triffst. Und du kannst halt Backthrow. Eckermann, ne, der Backthrow hat ja kaum. Guckt euch das an, fast tot, obwohl er in der Mitte der Stage war. Der Backthrow hat nämlich kaum Ending Legs, heißt, du kannst sofort hinterher springen und Backermann. Ja, bei dem Prozent geht es jetzt natürlich nicht mehr. Aber das ist so brutal. Und es fühlt sich so unverdient an. Du wirst einfach gecheased, er grabbt dich. Oh, und einmal nicht aufgepasst, bam. Und die Range ist ja auch so krass. Guck dir diese Range an, du die Eis weg, du willst escapen. Dann trifft dich die Flamme. Dann trifft dich das Sweet Spot und du stirbst teilweise bei 40%. Teilweise bei 20%. 20% Rage Glurak, Backthrow, Backair, zack. Dann kommt er, Backair und du bist weg. Das ist so ridiculous. Das ist so ridiculous. Der absolute Cheese, auch im Mewtwo. Verdammt krasse Range. Verdammt heftige Power und Shield, wenn man es richtig spaced. Wenn man wirklich mit dem Flammenschweif da trifft. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Wenn du damit einen Kill scorst als Glurak-Spielerin, als Glurak-Spieler, kannst du dich nicht wirklich freuen. So, oh yeah, gecheased, Edge Badge. Und als Gegner denkst du nur so. Warum habe ich jetzt einen Stock verloren? Es ist einfach nur unfair. Es fühlt sich super unfair an und ich habe schon ganz viel Zeug mitbekommen. Vor anderen Spielern und Spielerinnen bezüglich Glurak. Es geht um viele Moves. Der F-Smash ist auch ziemlich triggering, aber der ist natürlich unsafe. Aber die Back Air ist da wirklich Bread and Butter und das kommt so schnell in der Backthrow Back Air. Das kommt so schnell und du kannst ja auch noch einen Mix am F-Tilt, der auch wieder super früh killt, wenn man einen Flammenschweif trifft. Aber gerade diese Back Air ist halt so strong. Guck, Mewtwo schon ganz weit offstage und er war in der Mitte der Stage bei knapp über 30% und Glurak hatte nicht einmal Rage. Ihr merkt, wie strong die Back Air ist, deswegen verdiene ich Platz bei Nummer 10. Hi! Say hi to a side B of Bowser. Echt? Side B von Bowser? Natürlich fühlt sich der Win unverdient an. Das ist jetzt Bowser ohne Rage. Bowser als schwerster Charakter des Spiels hat immer sehr viel Rage. Es sei denn, wird irgendwie Cheese, Gadget Guard, wie auch immer. Bedeutet, dieser Move ist um einige stärker dann. Und ich habe schon so viele Sachen gesehen auf Yoshi's Story und Battlefield, wo das dann tatsächlich bei 50% die Leute gekillt hat. Aber wenn du dann hier auf dieser obersten Plattform landest, dann ist halt Game Over mit Rage Bowser. Dann ist halt wirklich Game Over. Und das Ding ist, dieser Move ist ein Command Grab. Frame 6, verdammt schnell noch. Dazu kannst du im Sprung machen. Du kannst, ne, du kannst die ganze Zeit Forward Airspace im Mute machen, haben die gegen Angst. Dann kommt Tomahawk, Side B, bam, Plattform tot. Gerade auf Plattformen, ne, wenn Bowser unter Plattformen steht, ist das sowas von tödlich. Klar kann der gegnerische Spieler, die gegnerische Spielerin das beeinflussen. Wenn Bowser höhere Prozent hat, sprich man kann die Plattformen dann denyen,
Ne, man kann einfach weglenken von der Plattform, damit das nicht passiert. Aber wenn Bowser die Kontrolle hat, wenn Bowser eben halt ja, weniger Prozent als der Gegner hat, dann ist es halt umso brutaler. Klar, dann ist Rage Bowser jetzt vielleicht auch nicht derjenige, der immer auf Plattform landet. Aber dafür ist er Rage Bowser. Ne? Also egal, wie man es dreht, es ist immer schlimm. Der Move ist immer schrecklich. Hast du mehr Prozent als Bowser, wirst du vermutlich auf so eine Plattform landen und halt hier aufprallen und bis dem Tod somit näher. Und wenn es Rage Bowser ist, dann ist der Move sowas von stark. Der Move ist viel zu stark. Und dann noch Frame 6, ein Command Grab und mit ultra krasser Reichweite, wie ihr seht. Ne, wenn ein Gegner hier shieldet, denkt er ist safe. Zack. Zack. Es ist so brutal. Es ist so brutal. Und deswegen ist das auch auf Platz Nummer 9. Aber so ist halt die. Der schießt dich dann, denkst du safe im Schild bei 80%. Bam! Rage Bowser, Side B tot. Dann ist auf Plattform stirbst. Ist das lustig? Nein. Macht das Spaß? Nein. Fühlt sich das satisfying an? So gegen Bowser zu verlieren? Nein. Deswegen ist er in dieser Liste. Oh nein! Kazuya hat die legendäre 100% Marke erreicht. This is fun and interactive. Ja, Rage Drive mit Special Input. Special Input ist vorne unten schräg. Also in Gegnerrichtung, vorne, unten und dann schräg in Richtung des Gegners. Ja, ab 100% bekommt er Rage Drive und Rage Drive, wie ihr gesehen habt, ist fun. Man kann auch noch andere schöne Sachen mit Rage Drive machen und zwar das hier. Sehr spaßig. Ist halt eine übelst krasse Comeback-Mechanik. Während des Rage Drives macht Kazuya sowieso mehr Schaden, mehr Knockback. Und er hat halt tatsächlich die verbesserte Down B. Wenn du schlecht bist mit Kazuya, kannst du auch einfach Down B drücken. Sieht so aus. Ist nicht ansatzweise so stark. Aber du kannst natürlich auch einfach den Special Input machen. Vorne unten schräg. Und dann hast du den True Input, der um einiges kräftiger ist. Was einfach nur ridiculous ist. Ich meine, ihr könnt es ja so sehen. 70. 102,3 und jetzt 108,2. Ne, viel mehr Damage, viel mehr Knockback. Deswegen immer schön die Info zu üben mit Kazuya. Ja, aber das ist kurz solche krassen frühen Kills und auch das ist ein Command Grab. Hat jetzt nicht so eine gute Range wie Bowser, aber sind wir mal ehrlich. Der Typ killt einfach von überall und Rage Drive ist das alles halt wirklich so verheerend. Also wirklich sowas von verheerend. Da fehlen einem die Worte. Wirklich. Das ist so ein krasser Move. Es ist einfach der beste K.O.-Punch. Klar, K.O.-Punch geht jetzt auch durch Shield. Ist ja quasi, wenn du so wollt, auch ein Command Grab. K.O.-Punch hat 100 Jahre Ending Lag. Was passiert, wenn du Rage Drive whiffs? Nicht viel. Klar kannst du quasi japanischen, aber Little Mac ist ja so. Na, 1000 Jahre Ending Lag. Also das ist wirklich alles, was du benötigst, wenn du eine krasse Comeback-Mechanik haben möchtest. Und wenn du dann bei 50% stirbst, weil Kazuya Rage Drive hat, dann freust du dich natürlich, weil es da ein Spaß ist für die ganze Familie. Salt, Hass und Wut wird der Gegner definitiv dann verspüren. Fühlt sich nicht wirklich satisfying an. Oh! Der Gegner spielt Kirby. Ich grab ihn Rage Drive 50% Kirby tot. Yay, den Stock habe ich mir bestimmt verdient. Fühlt sich echt seltsam an. Wenn man das trifft. Einfach unverdient. Einfach so richtig gecheased, den Stock. Und das ist ja nur ein Gimmick, ne? Kazuya hatte so viele krasse Kill-Kombos und krasse Moves. Ich sage nur Electric Wind Godfist. Ist ja schon eigentlich besser als der Rage Drive. Aber natürlich auch sehr skillig, Rage Drive. Kriegst du echt hin? Und ich bin nicht gerade dafür bekannt, dass ich die Shotos gut spiele. Bedeutet, Rage Drive ist wirklich, aber wirklich Bastard. Oder was meint ihr? Deswegen Platz Nummer 8. Rage Drive. Kazuya Mishima. Weißt du noch,
Furchtig gekillt hatte im Grand Final mit diesem epischen Backthrow-Kill mit Ness. Oh, das war so episch, oder? War das nicht episch? Dieser richtig coole Backthrow-Kill, der war doch Hype, oder? Deine irgendwie Zero-to-Death-Kombo mit Captain Falcon, Nair into Need, das war auch nichts. Aber dieser High-Backthrow-Kill mit Ness, der war doch... Sag nichts mehr, Girl. Platz Nummer 7, Ness Backthrow. Oh! Habe ich gerade einen Stock gezogen? Oh, ich habe da nur einen Grab bekommen. Das ist jetzt Ness ohne Rage. Weil es im Trainingsmodus keinen Rage gibt. Deswegen ist der Rage Drive lustigerweise von Kazuya auch um einiges schwächer, als er eigentlich ist. Aber ja, was soll ich dazu sagen? 100% tot anerkannt. Es gibt ja auch den Klassiker, den For Glory. Das haben wir schon ziemlich viel gemacht, deswegen heißt es der For Glory. Stehst hier? Bist du am Edge Gun? Bist du am Space mit Ness? Jetzt habe ich ihn leider getroffen, das wollte ich gar nicht. Und dann rollst du einfach. Grab back throw tot. Ja. Einfach ein Stock for free. Und dann gibt es diese Siegesanimation mit Ness, wo er dann so guckt. Oh, war ich das, der gerade einen Stock bei 80% mit back throw gezogen hat? Mit einem Grab? Fühlt sich einfach super unverdient an. Denn Ness Held besteht nicht nur aus Peak Fire, besteht auch durch die wunderschönen Backthrows. Guck, in der Mitte ist Stage fast tot, ohne Rage. Ne, diese Hype-Backthrow-Kills. Ist natürlich alles Sarkasmus, ihr kennt mich. Ich bin halt voll die Lustige und so. Aber in Ness verstehen echt viele keinen Spaß. Backthrow und die Leute sollen, die Leute rasten aus. Oh, du hast keinen Skill, du hast einfach nur einen Grab bekommen und all solche Sachen. Ich als Ness-Spieler, ich spiele ja wirklich auch in Tournaments. Und ich muss einfach sagen, wenn ich einen Backthrow-Kill bekomme, denke ich mir auch mal so. Okay. Ich nehme den Free-Stock. Also den geschenkten Stock, nicht den Free-Stock. Ja, manchmal auch den Free-Stock. Und wenn man dreimal einen Backthrow bekommt, ohne zu sterben, nehme ich auch den Free-Stock. Versteht ihr? Nee, also diese Back-Air ist auch richtig strong und alles. Aber da fühlt sich das wenigstens verdient an, weißt du? Weil wenn dann so ein Backthrow-Kill, oh, ich habe einen Grab bekommen. Frame 6 Grab. Ness hat ja wirklich einen guten Grab. Und dann, oh, ja, ich schmeiß dich mal gerade kurz raus, ne? Oh, cool. Fühlt sich nicht mal Hype an. Nicht mal als Ness-Spielerin fühlt das, sich das Hype an. Und der Gegner denkt sich nur so. Das denkt sich nur der Gegner. Das ist einfach so. Ness Backthrow, Platz Nummer 7, durfte natürlich nicht fehlen. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur ein B-Reverse-Feuerball machen. Oh, oh, und da kam Missfire. Das ist einfach so der Klassiker. Oh Gott, ist das unverdient, wenn du einfach durch Randomness gewinnst. Das fühlt sich einfach nur richtig kacki an. Stell dir mal vor, das ist tatsächlich mir wirklich mal passiert. Ich habe gegen jemanden gespielt, ich glaube, es war so irgendwie ein Kampf um Elite-Smash. Ich habe wirklich ein B-Reverse verkacken. Einfach ein B-Reverse, passiert ja mal. Selbst euren Girl kann das mal passieren. Und dann kam Side-B raus und kam natürlich in dem Moment Missfire. Und da war in dem Moment natürlich der Gegner auch bei 40% tot. Ne, guck mal, wie früh das kill ich. Arme Raziel hier. Raziel aus Legacy of Kain. Ne, der Arme bei 50% in Mitte Stage. Er stirbt durch random Missfire. Ich glaube, die Chance ist 1 zu 10. Ihr seht. Das passiert nicht allzu häufig, aber wenn das dann passiert, dann fühlt sich das unverdient an. Aber es gibt noch einen schlimmeren Case. Luigi, ich bin kein Lottospielerin. Luigi, ich will doch noch meinen Urlaub nach Las Vegas buchen. Luigi, muss ich den Typen irgendwie foltern, damit er jetzt Missfire macht? Danke. Guck, in der Mitte der Stage, ich gebe schon mal 50. Und wahrscheinlich noch eher. Das ist halt ridiculous. Aber jetzt kommt das Krasseste. Die Leute in Smash sind mutig. Sie haben all ihren Mut zusammengenommen. Sie haben das Triforce des Mutes auf ihrer Hand und gehen mit einem Charakter zum Beispiel mal offstage, mit dem man sich gewohnt ist. Ja, so ein Charakter, der jetzt mal offstage geht, weiß ich, so ein Belmont oder so. Belmont ist natürlich nicht die besten Edge-Gar. Geht aber jetzt mal offstage und was passiert? Der Luigi, er will sich einfach nur recovern. Er will sich einfach nur recovern. Und in dem Moment trifft er einen Edgeguard. Missfire. Edgeguard stirbt. Luigi gewinnt das Spiel.
Und dann kommt diese crazy Win-Animation von Luigi, wo er irgendwie noch auf Schnauze fällt. Ich glaube, es gibt tatsächlich so eine Win-Animation, wo er noch hinfällt. Der Tag ist definitiv gelaufen, wenn das passiert. Fühlt sich der Win dann satisfying an? Wenn man einfach nur recover möchte und durch einen random Misfire gewinnt? Oder wenn man B-Reverse verkackt und einen random Misfire bekommt? Fühlt sich das satisfying an? Oder so? Ach, ich gamble jetzt. Ich glaube, der Gegner geht für einen Grab. Side B und dann Misfire. Win. Fühlt sich das geil an? Nein, natürlich nicht. Es fühlt sich verdammt unverdient an, den Lose, wenn man dagegen verliert. Und das halt jetzt. Tja, Luigi Missfire. Deswegen Platz Nummer 6. Muss ich dazu noch was sagen? Ach ja, übrigens. Dieser Charakter ist so Bullshit. Oh mein Gott. Soll ich noch was sagen? Ich hab's ja eben schon bei Kazuya gesagt. Rage Drive ist eigentlich noch stärker. Die Aura ist eigentlich noch stärker. Deswegen Platz Nummer 5. Die Aura von Lucario. Weil der Witz ist, die Aura wird durch Rage natürlich noch stärker. Ne, die Aura in sich ist ja quasi ein Rage-Effekt. In Brawl entstanden, wo es noch nicht Rage gab. Von daher in Brawl vollkommen in Ordnung. Aber jetzt ist es halt mit Rage in Kombination ziemlich toxic. Ne, ihr habt ja gesehen, was du alles machen kannst. Aura Cancel Back Air. Aura Cancel Jump Read Up Air kannst du machen. Aura Cancel Up Smash. Einfach so die Aura-Sphäre an den Gegner ballern. Wenn Lucario 180 hat, hat er die maximale Aura und ihr seht, wie destruktiv die ist. Der Ball wird immer größer, kannst hier mit alles covern. Generell, der Aura-Effekt ist Platz Nummer 5. Es fühlt sich einfach unverdient an, wenn du bei 30% durch einen Lucario-Back erstirbst. Und das ist jetzt kein Scherz, bei 30% in Mitte der Stage. Aber wie gesagt, vergesst nicht den Rage-Effekt. Das war jetzt nicht der schnellste Move, die Back-Air von Lucario, wenn die trifft, ist echt Game Over. Und da hat er ja noch diesen Command Grab. Du könntest halt mixen. Gegner haben Angst vor der Back Air. Dann kommst du, Tomahawk, Side B, bam. Ja, die Aura. Sehr tolle Mechanik. Überhaupt macht die Aura Leute nicht salty. Ist doch toll, bei 30% die Gegner zu töten. What doesn't kill you makes you even stronger. Bedeutet, ja, hat Lucario Aura. Gibt es so manches Game, wo sich der Lose einfach nur unverdient anfühlt, weil er dich einfach bei 30% wegschießen kann. Jeder Move ist tödlich. Na, was soll ich dazu sagen? Hier, F-Smash. Er ist ja stärker als Ganondorf Warlock Punch. Aura, F-Smash von Lucario stärker als Warlock Punch. Guck dir das an. Das ist ja so, als würde ich 3 Bomben auf den Gegner schmeißen. Gleichzeitig. I'm out. Euer Girl muss ganz schnell los. Weg von diesem Anubis-Schakal, was auch immer Lucario darstellen soll. Oh. Kill confirm, oder was? Aura. Ja, ganz tolle Mechanik. Das ist so ein Bullshit! Platz Nummer 4. Bayonetta Witchstein. Immer noch ultra toxic, beziehungsweise wieder ultra toxic. In Smash 4 war der Move noch viel krasser, don't get me wrong. Aber der Move war in Super Smash Bros. Ultimate anfangs fast unusable und jetzt wurde er wieder gebufft. Und nicht nur das, ihr seht es, Projektile werden reflektiert. Und bam, Richter kommt sein eigenes Kreuz zurück. Ich fass es nicht, wie dumm das ist. Snake macht seinen Up-Smash. Bekommt seine eigene Mörser in die Fresse. Link wirft seinen Bumerang, bekommt der eigene Bumerang in die Fresse. Diese Projektile, die zurückkommen, werden annulliert, treffen Bayonetta nicht mehr, aber den Gegner. Das ist so ein Quatsch. Und natürlich gibt es auch die Bayonetta-Cheers. Einfach mit scheinbar hohen Prozenten schön hinlatschen. So Model-Walk, ich bin Bayonetta. Du hast sowieso verdient zu sterben. Und den letzten Smash auf. Was? Das ist wieder so dumm. Könntest du über die ganze Stage rennen?
Twitch-Time. Ah, es ist so blöd mit zwei Controllern, tut mir leid. Guck! Rennst du über die ganze Stage! Ich war einmal Twitch-Time. Ich kann zum Gegner hinrennen. Und noch einen Smash aufladen. Und es war jetzt über W's, ne? Wenn man Twitch-Time zu oft macht, dann ist der Effekt ja nicht mehr so krass. Ich habe zweimal Twitch-Time gemacht und ich konnte trotzdem noch über die halbe Stage laufen. Und einen Smash machen. Ist das cool? Nein, es ist super unfair. Fühlt sich cool an, dagegen zu verlieren? Nein, definitiv nicht. Du bist komplett in dieser scheiß Watchtime-Animation. Fühlt sich wie so ein Höhlenmensch, weil einfach gar nichts mehr dann kannst. Und dann kommt die hin. Oh, ich bin ja so ein Bitch. Ich darf mir alles erlauben. Hier noch mein Louis Vuitton-Tasche. Das ist so dumm. Oh, falscher Controller. Ups. Holzstein ist so dumm, weil es geht einfach gegen jeden Move klar, außer gegen Grabs, das ist mir schon klar, aber es ist einfach hier. Ich mach jetzt hier einen F-Smash. Zack, und ich renn. Guckt euch das an, das ist doch Bullshit. Ich renn über ein Viertel der Stage und lad fast voll auf, ey. Das ist. Nee, sorry, da fehlen mir die Worte. Bayonetta Holzstein macht mich persönlich am meisten sorry, vor allen Moves im Spiel. Das ist jetzt keine CC-Liste, so allgemein, aber mich macht das richtig salty. Diese blöde Animation, oh, dann immer noch diese Sprüche, almost, so close, überhaupt nicht provozierend. Nein, Bayonetta ist doch nicht provozierend. Oh Gott, und das mit dem Projektil reflektieren, das kotzt mich am meisten an. Gerade weil ich Richter am Erinnern bin. Das war in 2.4 nicht so, dass die Projektile reflektiert wurden. Die wurden annulliert. Punkt. Aber die werden ja jetzt quasi reflektiert. Das Projektil, in dem Fall das Cross, ist ja dann für Bayonetta. Das könnte dann zurückkommen und dann kannst du auch so als Bayo noch aufs Kombo holen. Kompletter Bullshit. Übrigens eins der schlechtesten Matchups. Wenn nicht das schlechteste Matchup von Richter. Einfach, weil so viel dagegen spricht, aber ja. Platz Nummer 4. Verdient Witchtime, weil es einfach nur schrecklich ist. Das kann mir niemand erzählen. Dass sich da ein Sieg irgendwie verdient anfühlt. Oh, ich hab ja eh nicht zurückgehen. Oh, machst du ein Projektil, weil es dein Gameplan ist. Zack, Witchstar, ich renne über die ganze Stage. Zack, Upsmash, tot. Yay! Yeah. Voll verdient gewonnen. Hust, Hust. Oh, hey! Dombi! Pop on! Goodbye! Tournament win! Ja, ich sollte mich nicht darüber lustig machen, denn. In Smash 4, kleine Anekdote, habe ich tatsächlich Top 8 verkackt. So das erste Top 8 Match. Und zwar gegen einen Peach-Spieler, der random eine Bombe gezogen hat. Ihr müsst wissen, in Smash 4 war das noch krasser mit den Bob-Ombs, weil du eben halt nur zwei Stocks hattest. Bedeutet bei 30% Bombe tot. Und so ist passiert. Ich hatte 80% Lead oder so. Und dann Dombi. Bob-Om, tot. Trainingsmodus kriegt man, glaube ich, kein Mr. Saturn Bob-Om bei Dombi. Ich habe es zumindest 5 Minuten probiert. Keine bekommen, deswegen. Items. Tot. Die killt dich einfach komplett. Die Bombe rastet aus. Das fühlt sich einfach unverdient an. Peach macht einfach ihren Gameplan, will vielleicht einen Rebound. Und was passiert? Die Bombe kommt. Bombe wird gezogen, Bombe wird geworfen. Tournament win. Und dann, ah, did I win? Wegen der Bombe. Ist das funny? Nein. Ist das funny für den Peach-Spieler? Die Peach-Spielerin? Vielleicht. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass so ein random Bomb-Pull, der dann random, unerwartet kommt und random trifft, super unverdient sich anfühlt. Ich denke, da sind wir uns alle darüber einig. Peach ist ja so ein richtig technisch schwerer Charakter. Will ich so viele Techniken mit dem Float kennst und den ganzen Quatsch. Und dann kannst du aber auch einfach gewinnen, wenn du Dombi machst, Bombe und tschüss, so den Gegner. Da brauchst du keine Float-Cancels, keine krassen Peach-Kombos. Nein, kannst auch einfach Glück haben. Und den Mob-Omb bekommen. Das ist so traurig. Ich wäre wahrscheinlich richtig weit gekommen in diesen 150-Mann-Turnier. Aber dann war es halt vorbei. Die Reise endete wegen einem Mob-Omb. Ja, ich will es nicht nur auf den Bob-Omb schieben, weil auch ein Game vorher, was ich mal verloren habe. Ich war halt wirklich 2-2. Aber ja. Seems not fair. Seems not fair.
Ach ja, der Typ ist einfach in jeder Top 10 Liste. Platz Nummer 2. Side B, die 9 von Mr. Game & Watch. Auch hier wird eine kleine Turnier-Anekdote aus Smash 4. Ja, ich habe mir das Smash 4 Turnier besucht, weil mich das Competitive noch mehr angesprochen hat. Ist ja auch egal, manche Moves sind ja immer noch so ähnlich. Ändern sich in ihrem Core nicht. Und da hat tatsächlich der beste deutsche Spieler Quick gegen einen Random Mr. Game & Watch mal ein Game gedroppt. Ein Game gedroppt heißt nicht ein Set gedroppt, aber ein Game gedroppt. Weil dieser Mr. Game & Watch Spieler einfach, ne, Smash 4 hatte nur 2 Stocks. Und dieser Mr. Game & Watch Spieler, ich weiß nicht, das war Kaiji's Sohn. Ich weiß nicht, ob ihr Anime Kaiji the Ultimate Survivor kennt, so ein Gambling Glücksspiel-Anime. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Und naja, der hat 2-mal das hier gemacht. In Folge mit Quick. Down Throw Side B. Und dann kamen 2-mal die 9. Und schon gab es zumindest ein Game Win, was schon ein großes Upset war. Ja, mega witzig. Also, das war einfach super lustig. Quick, ihr merkt, ich bin keine Glücksspielerin. Es ist einfach mega witzig. Aber wenn die Neuen dann treffen, die killt ja so früh, ist das so stark wie so ein aufgeladener Baseballschläger, wenn man mit Items spielt. Kommt ja auch genau das gleiche Geräusch, das ist ja der Witz. Oder das Rest-Geräusch, wie auch immer. Oder Luigi-Abi-Geräusch. Es ist so witzig. Ich sehe das, ich krieg nie die Neuen. Ich bin keine gute Game-Watch-Spielerin. Aber wir wissen ja auch, in dem Spiel geht es ja auch mehr um die Abi. Aber zum Beispiel Game-Watch war wirklich nur Cheese. Ich krieg nie die 9. Aber ja, was will ich damit sagen? Ultimativer Cheers, ne? Mr. Grand Watch 9. Haust du einfach mal raus als Mix-Up. Ne, Neutral Air, kannst ja auch Downflow Neutral Air. Und dann, wie du den Jump machst. Machst genau das als Mix-Up. Wie du ein Platform Land, ein Air Dodge? Nein. Es heißt, der ultimative Finisher. Das ist so witzig. Du readest einfach den Air Dodge, landen auf Plattform, zack, eine Rolle, zack. Oder machst einfach als Mix-Up den hier. Oder wie eben gezeigt, den hier. Und dann kommt die 9. Fühlt sich das irgendwie verdient an, wenn man random durch die 9 gewinnt? Teilweise gegen richtig krasse Spieler ist halt wie die Bombe eigentlich bei Peach. Nur als die 9, logischerweise, eine höhere Chance hat zu erscheinen. Außer man heißt Cecile. Das ist ein unschuldiges Girl, die eigentlich skillige Charaktere spielt. Wo man nicht auf sowas angewiesen ist, aber ja. Dann kommt die 9 aus dem Nichts. Und dann los. Deswegen Platz Nummer 2, Mr. Game & Watch. Er ist einfach in jeder Liste. Darf erstmal eine 9. Oder ein Apfel. Besseres Intro hätte ich Hero nicht geben können. Platz Nummer 1, Hero, natürlich, wegen der Downbee. Downbee, Randomness, ohne Ende. Kann alles passieren. Hero kann langsam werden, kann auch groß werden und dich erwischen mit einem Smash. Shield Break dich, kriegt am besten noch einen Crit, indem er großes Kill bei 0, wenn ein Critical Hit F-Smash, wenn er riesig ist, kann sterben kommen, kann unsichtbar werden. Kann random Crits bekommen. True Combo übrigens, was ich hier eben gezeigt habe. Ist true. True Combo. Und wenn es dann ein Crit ist, ja. Möge Gott dich segnen. Dann gibt es noch dieses wunderschöne Schwupp und Wupp. Was je nachdem, wie hoch die Prozent des Gegners sind, eine höhere Chance hatte ich instant in Shadow Realm zu befördern. Mit anderen Worten, dich einfach instant zu töten. Dann ist das Talk weg. Er ist einfach weg. Und ihr habt es gesehen. Ihr habt es gesehen. Der Kane,
der ist eben so früh gestorben. An dem Scheiß, wenn du richtig Glück hast, kannst du halt richtig damit schießen. Also, don't be a randomness deluxe. Schwupp, wupp. Dann Risiko, wo ganz viel passieren kann. Und natürlich auch noch die Critical Hits. Heroes einfach RNG. Und es fühlt sich super unverdient an, wenn er halt Glück hat und nicht wegschießt. Er schießt sie einfach weg. I mean, was kannst du gegen Daumen von Nero machen? Du kannst schielen. Dann trifft die Schwupp nicht, dann trifft die Schwupp nicht. Viele andere unfaire Sachen oder Sachen, die viele Leute unfair finden, wie Bombe und so. Die funktionieren dann ja auch nicht, weil Schild das besiegt, ist ein Schild zu klein, dann pokst du natürlich durch. Aber Schielen funktioniert, deswegen würde ich Hero niemals bannen. Aber was natürlich nicht funktioniert, wenn der einfach random groß wird, die Wahrscheinlichkeit ist aber so gering. So gering. Dann wird er groß, da kannst du natürlich nichts gegen machen, dann schießt er dich. Oder wenn der Scheiß passiert, kannst du auch nichts gegen machen, wenn das dann crittert. Kannst du nichts gegen machen. Man crittet das einfach. Ja, war True Combo. Kannst nichts dagegen tun, kannst dich nicht schützen. Klar, kannst auch shielden oder ist ja jetzt auch nicht der beste und safeste Approach. Kannst einfach dich dagegen schützen, drumherum spielen. Hitbox ist ja jetzt auch nicht so großzügig. Ja, aber ja, wenn es dann trifft und crittert, dann ist das Talk weg. It's just gone. Und fühlt sich das dann wirklich verdient an? Nein! Ein Lose gegen Hero fühlt sich generell in den seltensten Fällen irgendwie verdient an. Weil der einfach so viel RNG hat. Klar ist jetzt nicht der beste Charakter im Neutral und generell die ganzen Moves sind jetzt nicht überdurchschnittlich oder so. Aber dieser RNG, wenn du zwei Stocks aus wegen RNG verlierst, fühlt sich das cool an als Hero? Ja, lachst du vielleicht mal hin und wieder, aber du weißt, naja, so richtig verdient hast du es halt nicht. Dann kommen deine Fanboys da, diese komischen Schleimis, die grinsen sich einen ab. Und das war's. Das war's einfach. Denn verlierst du gegen Hero, musst du die Win-Animationen sehen, wo dann die Schleimis da stehen, mit diesen breiten Grinsen. Und musst diese Niederlage in Kauf nehmen. Wie eine wahre Heldin. Ein wahrer Held. Ist das cool? Nein, das ist nicht. Und in dem Fall finde ich es Hero verdient auf Platz Nummer 1. Vor allem mit der Daumen-Bee. Die hat am meisten RNG. So, ihr Lieben, das waren jetzt die Top 10 Moves, wo sich der Lose einfach nur unverdient anfühlt. Wo es sich einfach so richtig beschissen anfühlt, wenn man dagegen verliert. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr mich und das Video mit einem Daumen hoch unterstützen. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal mit einem weiteren Smash-Video. Ihr könnt auch gerne in den Kommentar schreiben, welche Moves ihr einfach nur nervig findet, wo sich der Lose einfach unverdient anfühlt. Weil ich finde, das waren echt so die krassesten. Das sollen die Leute am meisten. Ist einfach so. Sind auch wirklich teilweise sehr starke Moves. Manche sind halt RNG-dependent und man verliert sowieso nicht gerne gegen RNG, vor allem wenn es ein competitive Fighting Game ist, was für manche auch einfach keine RNG haben sollte, ich finde. Ist ganz witzig, ist okay. Nur so ein Peach-Bomb-Drop kommt jetzt auch nicht so häufig vor in Game & Watch 9, ich finde es eigentlich noch relativ okay. Aber es fühlt sich trotzdem nicht gut an, wenn einmal in 100 Jahren das mal passiert. Am besten noch 3 Bomben hintereinander mit Peach. Das wäre spaßig. In dem Sinne würde ich sagen, stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!